Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Und heute ist der Strutomimus dran. Der ist natürlich hier schon wieder vorbereitet, ist ausgebrütet. Den lassen wir frei und dann sage ich euch, wer der Strutomimus sein wird. Ihr habt wieder fleißig Kommentare geschrieben und fleißig geliked, also schon mal vielen, vielen Dank. Und einer von euch wird der Strutomimus werden. Und ich würde sagen, der Strutomimus ist auf jeden Fall einer der Top-Favoriten hier, weil ihr seht ja schon, er hat ein sehr, sehr hohes Lauftempo, ist sehr, sehr agil, sehr, sehr schnell. Ist eher ein kleiner Dinosaurier, das spricht dafür, dass er schneller wieder Hunger und Durst bekommt, was natürlich dazu beiträgt, dass er schnell ins Ziel möchte. Und ich will jetzt gar nicht lange weiterschnacken. Wir benennen ihn jetzt um in den Siegerkommentar. Und zwar ist das der Muss los mit dem Kommentar. Hashtag Strutomimus, Hashtag Abo, Hashtag Glocke aktiv, Hashtag Like, Hashtag Ehrenmann. Vielen, vielen Dank, Muss los, für den ganzen Support. Vielen, vielen Dank. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange auf meinem Kanal mit dabei. Also hast du dir auf jeden Fall verdient. Ich benenne ihn um in deinen Namen. Und dann drücke ich auf jeden Fall alle Daumen. Und ich bringe euch zurück, sobald der Strutomimus dann im Labyrinth gelandet ist. Bis gleich. Ja, ihr seht, der Strutomimus wird jetzt hier gerade eingeflogen von unserem Helikopter und landet jetzt. Wie ihr seht, ist das Essen und das Trinken schon ein kleines Stückchen runtergegangen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Wir hoffen mal, dass er jetzt lange Zeit hier im Eingangsbereich verbringen wird, damit das Essen und Trinken noch weiter runtergeht. Und ich bringe euch zurück, sobald er hier das Labyrinth betritt und es dann losgeht. Das ist jetzt hier auch circa nach 5 Sekunden schon der Fall, also es ist gar nicht viel Zeit vergangen hier. Er will hier wirklich direkt in das Labyrinth und das tut er jetzt auch. Die Zeit beginnt und er läuft hier direkt in eine Sackgasse. Das ist ganz und gar nicht gut für Mimus los. Ich schalte hier mal eine andere Sicht, weil der Strutomimus ist ja recht klein. Also wir können vielleicht das Ganze mal aus dieser Sicht ein bisschen begutachten. Da hat man dann eine bessere Übersicht, wo er sich gerade befindet. Und ihr seht hier, er geht jetzt gerade in eine Sackgasse. Das ist gar nicht gut. Ich dachte echt, dass er hier den Platz 1 sich locker schnappen könnte. Aber das könnte jetzt wirklich ein ganz großes Problem darstellen, dass er jetzt hier in die Sackgasse gelaufen ist. Aber wir werden sehen, vielleicht fängt er sich noch. Hier noch ist nicht viel Zeit rum. Und er dreht jetzt hier auch um und scheint wieder auf den richtigen Weg gehen zu wollen. Wenn er jetzt hier einen Sprint hinlegen sollte, dann kann das auf jeden Fall noch Platz 1 werden. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil er ist sehr, sehr schnell unterwegs. Es ist zwar jetzt sehr, sehr schade, dass er schon 50 Sekunden jetzt hier komplett verschenkt hat. Und er bleibt jetzt hier auch stehen. Das ist ganz, ganz komisch. Schauen wir mal eben, was er macht. Er steht einfach nur rum. Die Nahrung und das Wasser sind auf jeden Fall auch schon ein ganzes Stück runter. Ah, jetzt geht er los. Jetzt geht er in die richtige Richtung. Ihr werdet gleich mal sehen. Ich bleib mal kurz in der Sicht. Dann könnt ihr mal sehen, was er für ein Lauftempo hier drauf hat. Ihr habt es jetzt gerade schon gesehen. Wenn er so einen kurzen Sprint macht. Da, jetzt seht ihr es. Seht euch das an. Also wie schnell er hier sprinten kann. Wenn er hier nicht immer stehen bleiben würde, dann wird das hier eine Bombenzeit werden. Aber jetzt läuft es auf jeden Fall. Sind jetzt knapp 1 Minute 25 auf der Uhr und er hat jetzt das erste Drittel hinter sich gebracht. Das ist echt eine sehr, sehr gute Zeit dafür, dass er so viel Zeit verschwendet hat. Er hat jetzt hier schon circa die Hälfte des Labyrinths geschafft, nach etwa 1 Minute 40 Sekunden. Und ihr seht ja, was er hier für Sprints hinlegen kann. Das ist hier alles in Echtzeit. Ich habe hier noch nicht einmal vorgespult, Leute. Das müsst ihr auf jeden Fall bedenken. Und ihr seht ja hier, wie er hier abgeht. Also guckt euch das an. Wie schnell er hier läuft. Also das ist wirklich, wirklich krass. Wenn er das jetzt durchzieht, dann wird das hier wirklich auf jeden Fall Platz 1. Und ich würde sagen, wir wechseln hier auf jeden Fall nochmal für die letzten Meter bis zum Ziel auf die andere Sicht. Schauen uns das Ganze an. Und es fehlt jetzt nicht mehr viel. Wenn er jetzt hier über die Ziellinie läuft, dann hat er eine Topzeit. Ah, er bleibt nochmal stehen. Aber Platz 1 sollte ihm sicher sein. Und die Zeit stoppt hier bei 2 Minuten, 11 Sekunden und 15 Hundertstel. Das ist auf jeden Fall Platz 1 für den Strutomimus und somit für Muss los. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich hoffe, du kannst diesen Platz verteidigen und kannst dann einen von drei möglichen Gewinnen hier abstauben. Und du sollst jetzt erstmal für diesen klasse Run, nenne ich ihn mal, auf jeden Fall trinken, essen und so weiter. Und ich bringe euch gleich zurück. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich den nächsten Dinosaurier auslosen. Bleibt dran, falls ihr auch mal durch dieses Labyrinth laufen möchtet. Der Strutomimus und somit Muss los hat sich Platz 1 gesichert mit einer sehr, sehr guten Zeit. Ich weiß nicht, ob die noch schlagbar ist, aber auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch an dich. Und ihr wisst Bescheid, Leute, falls ihr auch mal einer der Dinosaurier sein möchtet, die hier durch das Labyrinth laufen, dann müsst ihr jetzt dranbleiben.
ich werde jetzt unser tolles Rad hier zu meiner Rechten wieder drehen. Und das tue ich jetzt auch. Und dann sehen wir, wer hier der nächste Kandidat wird, der durch unser Labyrinth muss. Und es ist... Wow, es ist der Indominus Rex, Leute. Der Indominus Rex. Das wird sehr, sehr viele von euch freuen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ist auf jeden Fall einer der Favorite von vielen Leuten. Und das auch zu Recht. Und ihr wisst Bescheid, Leute. Falls ihr der Indominus Rex sein möchtet, dann bitte ich euch einmal, Hashtag Indominus Rex unten in die Kommentare zu schreiben. Und mit etwas Glück werdet ihr dann der Indominus Rex sein. Und das war's hier mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr dürft auch gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.